Red Send Zone. Hallo YouTube, das ist der Philipp mit F von Red Send Zone. Willkommen zu einem saftigen Unboxing eines Logitech iPod Docks. Genauer gesagt, das ist das Logitech Purify Express Plus. Und ich unboxe es jetzt mal. Es ist für den iPod gemacht, aber es funktioniert auch mit dem iPhone. Genauere technische Details werde ich vielleicht noch im Video sagen. Fangen wir einfach mal an. Das ist eine Logitech-typisch grün-blau-weiße Verpackung. Schwer auf jeden Fall. Jedenfalls, wenn man jetzt hier so mit ausgestrecktem Arm arbeitet wie ich, weil ich nebenbei noch in die Kamera gucke, um zu sehen, ob es gut ist. Ja, fangen wir an. Ich brauche dazu nur eine Schere und mein Unboxing-Objekt. Dazu lösen wir hier diesen Aufkleber. Einfach mit der Schere durch. So. Schon ist es offen. Klappen wir es mal auf. Was nicht auf Anhieb funktioniert. So, jetzt lässt sich's doch öffnen und jetzt können wir es hier zur Seite schieben und es aufklappen. Und dann schauen wir mal, was ich hier drin... Oh, scheiße, ich bin so ein Noob. Egal, ist ja zum Glück keine Apple-Verpackung. Ja, jetzt müssen wir jetzt hier irgendwie rauskriegen, was... Können hier was rausziehen. Das war ganz gut, dass es kaputt gegangen ist. Denn jetzt können wir hier etwas Langes, Hartes herausziehen. Hier etwas Langes, Hartes und Großes können wir jetzt hier herausziehen. Und dann können wir es hier aufklappen. Und das kommt natürlich zum Vorschein. Das Dock, das gar nicht mal so leicht ist. Hier haben wir es. Dann haben wir hier noch unter anderem eine Umfrage, ein Safety Regulatory and Warranty Heftchen, dann haben wir noch eine CD für den Computer, da ist das Quick Start Guide drauf, wir haben noch ein Quick Start Guide aus Papier für die Leute, die keinen PC haben, dann haben wir hier noch etwas Kleines, das ich noch nicht identifizieren kann. Das werden wir gleich sehen. Wir haben noch etwas, was ich nicht identifizieren kann. Ah, das ist ein Adapter. Dann haben wir ein ziemlich großes Netzteil. Und zu guter Letzt, das übersieht man, hier klein drin, eine süße kleine Fernbedienung. So. Befreien wir jetzt mal die Geräte von der Folie. Also, was haben wir hier? Einmal, das sind Adapter für diverse iPods, also für diverse iDevices. Brauche ich jetzt nicht weiter auspacken, mache ich später, also iPod Nano und so. Hier haben wir die Fernbedienung. Reißen wir die Folie schön auf. Mann, das ist fast wie Weihnachten. Und davor kommt diese süße kleine Fernbedienung mit Anschalten, Pause und was man halt alles so benötigt. Das Netzteil müssen wir jetzt nicht gerade auspacken, das ist nicht sehenswert. Das ist ein englisches Netzteil und wir haben hier einen Adapter für deutsche Stecker. Quick Start Guide. CD muss ich jetzt auch nicht aufmachen, aber was wir aufmachen müssen, ist natürlich das Dock. Ziehen wir es einfach hier raus. Dann dahin. So, und jetzt sortiere ich das jetzt hier mal. Hinten tue ich das Dock hin. Ups, sieht man fast nicht. Kommt hier die Fernbedienung drauf. Wir haben hier die diversen iPod-Adapter. Das Netzteil. Ein Adapter für deutsche Steckdosen. Ein Quick-Start-Guide für Leute mit PC. Ein Quick-Start-Guide für Leute, die sich keinen PC leisten können. Ein Garantieheftchen. Legen wir dann hier hin. Und eine Umfrage. Wie ist Ihre Meinung?
Ja, ich finde, das sieht schon ziemlich geil aus. Also CD, Heftchen, Adapter, Netzteil, Dock und Fernbedienung. Das war das Unboxing. Hier haben wir nochmal das große, harte Ding. Und die Verpackung. Hoffentlich hat euch das Unboxing gefallen. Das war jetzt nochmal für die, die es später eingeschaltet haben oder vorgespult haben, weil ich so viel Scheiße geredet habe. Das war das Unboxing von einem Logitech iPod Dock, was genau unter anderem auch bekannt ist, dem Purify Express Plus. Ja, ich heb nochmal hier das wichtigste Teil im Vordergrund, das Dock. Das war das Unboxing. Ciao, bis zum nächsten Mal.